Es wird ernst um die Umsetzung der Urheberrechtsreform in Deutschland. Letzten Sommer gab es einen ersten Entwurf, den ich in einem Video kommentiert habe, und das meiste davon ist immer noch aktuell. Aber jetzt hat die Bundesregierung einen neuen Entwurf vorgelegt, wie Artikel 17 in Deutschland umgesetzt werden soll. Und da hat sich das ein oder andere Kleine zum Positiven verändert, aber vor allen Dingen gibt es eine dramatische Veränderung zum Negativen. Und darüber will ich euch in diesem Video einiges erklären. Fangen wir vielleicht mit den positiven Punkten an. Es ist ja gut, wenn man das Gefühl hat, an der einen oder anderen Stelle ist die Kritik am ersten Entwurf auch angekommen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Bundesregierung schlägt vor, dass kurze Ausschnitte aus fremden Werken, zum Beispiel weniger als 20 Sekunden aus einem Video, grundsätzlich frei benutzt werden können. Aber dafür müssen die großen Plattformen wie YouTube Rechteinhabern eine Vergütung zahlen. An sich eine super Idee, nur leider in dem ersten Entwurf stand drin, das geht ausschließlich für nicht kommerzielle Nutzung. Das heißt also, jeder Influencer wäre sofort raus, wenn die ihren Account auch für geschäftliche Dinge verwenden. Das wurde jetzt ein bisschen verbessert und gesagt, also solange man mit diesem Inhalt keine erheblichen Einnahmen erzielt, dann kann man diese kurzen Ausschnitte, 20 Sekunden fremdes Video, verwenden. Super Sache. Zweite Verbesserung, es gibt härtere Maßnahmen gegen falsche Copyright-Claims. Nach dem neuen Vorschlag soll es demnach möglich sein, dass Nutzer, die von solchen falschen Copyright-Claims betroffen waren und deren Inhalte deshalb gesperrt wurden, Schadensersatz verlangen können. Das ist auch was, wofür wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte uns eingesetzt haben. Und vielleicht noch eine dritte Verbesserung. An Artikel 17 haben wir von Anfang an kritisiert, dass Plattformen dort für alles Mögliche Lizenzen einholen müssen. Völlig egal, ob diese Inhalte für die Plattform überhaupt typisch sind. Also es würde zum Beispiel bedeuten, YouTube müsste plötzlich Lizenzen für Fußball-Bundesliga-Spiele einholen, die extrem teuer sind, obwohl sie diese Inhalte gar nicht zeigen wollen. Oder zum Beispiel eine Fotoplattform wie Flickr müsste plötzlich Lizenzen für Romane kaufen. Völlig unsinnig, und deshalb wurde jetzt in dem Entwurf klargestellt, nein, also es geht nur um Lizenzen für die Inhalte, die typisch sind für diese Plattform. Das ist auch auf jeden Fall eine Entschärfung, die das Ganze ein bisschen handhabbarer macht. Leider sind die positiven Nachrichten hier auch schon zu Ende. Der neue Entwurf hat ein riesiges Problem, und das ist der Paragraph 8. Dieser Paragraph ist ohne Echtzeit-Upload-Filter, die schon während dem Upload jeden einzelnen Inhalt auf Urheberrechtsverletzungen überprüfen, überhaupt nicht umsetzbar. Paragraph 8 in seiner alten Fassung sah vor, wenn ich etwas auf eine Plattform hochlade, kann ich kennzeichnen, flaggen, dass es sich bei diesem Upload um eine Verwendung von legalen Inhalten handelt. Nach dem neuen Vorschlag soll das nur noch dann möglich sein, wenn bereits während dem Upload ein Upload-Filter anschlägt und erkennt, da ist ein Inhalt, der gesperrt werden muss. Das ist zurückzuführen auf einen Vorschlag von Google, die sagten, naja, wir wollen die Zahl dieser Kennzeichnungen möglichst weit reduzieren, und in vielen Fällen ist es ja überhaupt nicht notwendig, Inhalte als legal zu kennzeichnen, weil entweder der Rechteinhaber die Sperrung gar nicht beantragt hat oder weil wir dafür schon eine Lizenz haben. Klingt erstmal relativ logisch, aber in der Praxis bedeutet dieser Vorschlag riesige Probleme, nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch für kleinere Plattformen. YouTube kann das, was Google sich da ausgedacht hat, sicherlich technisch leisten, aber Artikel 17 gilt eben nicht nur für YouTube, sondern auch für viele kleinere Plattformen, die das technisch nicht umsetzen können. Das Problem für kleinere Plattformen ist folgendes. Dieser neue Vorschlag ist überhaupt nur umsetzbar, wenn die Plattform die Möglichkeit hat, schon während dem Upload die Inhalte zu überprüfen. Bei YouTube dauert der Upload von so einem Video relativ lange. Da ist es nicht besonders belastend für das Nutzungserlebnis, wenn man vielleicht noch eine halbe Minute länger warten muss. Aber man stelle sich das gleiche Prinzip mal bei Twitter oder bei einem Livestreaming-Dienst wie Twitch vor, dass man eben erst beim Upload warten muss, bis der Upload-Filter durchgelaufen ist. Also technisch ist das eine große Herausforderung. Viele kleinere Plattformen können die Technologie dafür überhaupt nicht einkaufen.
Und es ist letzten Endes auch ein Datenschutzproblem, weil wenn am Ende nur Google oder vielleicht noch Facebook die Technologien haben, um diese Echtzeitüberprüfung zu leisten, dann bedeutet das in der Praxis, dass alle kleineren Plattformen von diesen großen Unternehmen abhängig werden. Das heißt, am Ende laufen noch mehr Daten zu einigen wenigen großen Internetunternehmen, die eigentlich ja irgendwie durch diesen Vorschlag geschwächt werden sollten. Also absolut kontraproduktiv für kleinere Plattformen und der Wettbewerb wird hier massiv geschädigt. Fast genauso dramatisch wie die Probleme für kleinere Plattformen, die einfach dieses Gesetz nicht erfüllen können, sind auch die Probleme für Nutzerinnen und Nutzer. Denn anders als bei dem ersten Vorschlag ist ihnen nicht mehr erlaubt, einfach in jedem Fall legale Nutzung als solche zu kennzeichnen, sondern sie können das nur, wenn der Upload-Filter bereits beim Upload anschlägt. Das ist aber nicht immer der Fall. Ich will das mal an ein paar praktischen Beispielen erklären. Also auf YouTube finden sich zum Beispiel sehr viele Videos mit Weltraum-Content. Die NASA stellt ihre Inhalte, ihre Videos frei zur Nachnutzung zur Verfügung. Diese Inhalte sind nicht urheberrechtlich geschützt und deshalb verwenden die auch ganz verschiedene Leute in ihren Videos. Jetzt stellt man sich mal vor, ich mache so ein Weltraumvideo, ich benutze NASA-Content und lade das hoch. Eine Woche später kommt irgendein Honk und markiert denselben Inhalt als seinen eigenen. Das kann ganz leicht aus Versehen passieren. Also es kann ja sein, jemand anders hat auch ein super aufwendiges Weltraumvideo gemacht, hat auch NASA-Content verwendet und meldet dann dieses Video bei Content ID, weil er verhindern will, dass andere Leute das illegal kopieren. Aber Content ID denkt jetzt, okay, dieser NASA-Content, den er da verwendet, der gehört anscheinend dieser Person, was ja nicht stimmt, und sperrt mein eigenes Video. Das Problem ist, weil das alles erst nach dem Upload von meinem Video passiert, habe ich keinerlei Möglichkeit, mich vor dieser falschen Sperrung zu schützen. Was ich dann tun muss, ist, ich stelle fest, mein Video wurde gesperrt, dann kann ich mich beschweren und diese Beschwerde kann eine Woche dauern. Das heißt also, eine Woche lang ist mein Video offline und ich kann nichts dagegen tun, obwohl ich vorher ganz genau wusste, dass dieses Problem wahrscheinlich auftritt, weil das bei solchen frei nutzbaren Inhalten, auch bei Creative Commons Inhalten, einfach regelmäßig passiert. Zweites Beispiel. Nehmen wir an, ich will ein neues Meme-Template erstellen und ich verwende dafür ein urheberrechtlich geschütztes Foto. Wenn ich dieses Meme dann erstellt habe und auf einer Fotoplattform wie Flickr hochlade, kann es ja sein, dass sich dieses Meme viral verbreitet und vielleicht bekommt der Fotograf das mit und findet das nicht gut, dass sein Foto in einer Parodie verwendet wird. Grundsätzlich sind aber Parodien, also wenn sie das Original verändern, urheberrechtlich legal. Es kann aber sein, dieser Fotograf lässt jetzt alle Verwendungen von seinem Foto auf Flickr sperren. Und zwar nachdem ich mein Meme bereits veröffentlicht habe. Dann wird auch der Upload-Filter über alle bereits hochgeladenen Inhalte drüber laufen und meine legale Parodie sperren, ohne dass da jemals ein Mensch drauf geschaut hat. Auch dagegen kann ich überhaupt nichts tun, weil beim Upload war ja noch kein Problem zu erkennen und deshalb wurde mir nicht die Möglichkeit gegeben, diese Nutzung von dem Foto als legale Parodie zu kennzeichnen. Drittes Beispiel. Nehmen wir an, ich mache Videotutorials übers Klavierspielen und benutze dabei klassische Musik, die in aller Regel nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist, weil der Komponist einfach schon seit mehr als 70 Jahren tot ist. Diese Videotutorials werden regelmäßig fälschlicherweise von Upload-Filtern gesperrt. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Aufnahmen von diesem Werk leistungsschutzrechtlich geschützt sein können und die Filter teilweise nicht in der Lage sind, verschiedene Aufnahmen von demselben Werk zu unterscheiden. Also nehmen wir mal an, nachdem ich mein Tutorial veröffentlicht habe, kommt so eine neue professionelle Aufnahme von irgendeinem Plattenlabel raus und dieses Label lässt illegale Kopien davon über Content ID sperren. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch mein Tutorial gesperrt wird, obwohl ich da nur legale Inhalte verwendet habe. Das ist ein Problem, das eigentlich allen, die mit klassischer Musik und Tutorials auf YouTube arbeiten, bekannt ist. Aber dieser neue Vorschlag gibt ihnen trotzdem keinerlei Möglichkeit, sich vor solchen falschen Sperrungen zu schützen.
YouTube ist das relativ egal. Sie haben ja das Problem auch bis heute nicht gelöst, weil es nur einige User sind, die sich darüber beschweren. Aber aus Nutzerinnenperspektive ist das auf jeden Fall ein riesiger Rückschritt gegenüber dem ersten Vorschlag für die Umsetzung von Artikel 17, der eben in solchen Situationen es erlaubt hätte, Inhalte als legal zu kennzeichnen. Die Bundesregierung verabschiedet sich immer weiter von ihrem Versprechen, auf Uploadfilter zu verzichten. In dieser Hinsicht ist der neue Vorschlag tatsächlich der schlimmste bisher, denn wenn kleinere Plattformen überhaupt nicht in der Lage sind, Uploads in Echtzeit zu filtern, dann haben Nutzerinnen und Nutzer überhaupt keine Möglichkeit mehr, sich vor falschen Sperrungen im Nachhinein zu schützen. Und selbst wenn die Plattformen diese Technologie einsetzen können und alles bereits während dem Upload filtern, dann ist der Schutz von Nutzerinnen und Nutzern trotzdem auf wenige Szenarien beschränkt. Davon abgesehen ist dieser Vorschlag also nicht nur ein Rückschritt einerseits für kleinere Unternehmen, andererseits für die Nutzerinnen und Nutzer, er verstößt auch gegen den Artikel 17 selbst. Artikel 17 besagt nämlich, dass die Kooperation zwischen den Plattformen einerseits und den Rechteinhabern andererseits nicht dazu führen darf, dass legale Uploads nicht mehr verfügbar sind. Aber genau das passiert nach diesem Vorschlag für mindestens eine Woche. Und selbst die EU-Kommission hat gesagt, dass es nicht ausreicht für den Schutz der Nutzungsrechte, dass man sich im Nachhinein über eine falsche Sperrung beschweren darf. Nein, es muss schon vor der Sperrung Möglichkeiten geben für die Nutzerinnen und Nutzer, legale Nutzung vor solchen falschen Sperrungen zu schützen. Ein zweiter Punkt, wo dieser Vorschlag nicht den Vorgaben von Artikel 17 entspricht: Der Richtlinientext sagt, die Umsetzung von Artikel 17 darf nicht zu allgemeinen Überwachungspflichten führen. Aber was ist es denn bitte anderes als eine allgemeine Überwachungspflicht, wenn in Echtzeit jeder einzelne Upload bereits während des Upload-Vorgangs gefiltert werden muss und nicht nur die, die nicht als legal gekennzeichnet wurden? Das heißt also, hier handelt es sich mit großer Sicherheit um eine allgemeine Überwachungspflicht, von der der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass diese gegen die Grundrechte verstoßen. Letztes Jahr sind wir zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Wir haben es zwar nicht geschafft, Artikel 17 zu verhindern, aber diese Nutzungsrechte stehen heute im Artikel 17, weil wir für sie gekämpft haben. Das heißt, die Bundesregierung darf diese Nutzungsrechte nicht einfach ignorieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass hier nochmal nachgebessert wird. Also, was könnt ihr ganz konkret tun? Erstens, dieser Entwurf ist noch nicht von der Bundesregierung komplett verabschiedet. Das heißt, es gibt nochmal eine öffentliche Konsultation, wo ihr an die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht schreiben könnt und ihr sagen könnt, was die Probleme mit diesem Vorschlag sind. Diese Konsultation geht bis 6. November und wir haben in der Videobeschreibung verlinkt, wie ihr euch daran beteiligen könnt. Danach geht dieser Vorschlag an den Bundestag. Das heißt, zweitens könnt ihr eure Abgeordneten für euren Wahlkreis, für eure Stadt kontaktieren, die euch im Bundestag vertreten, und ruft sie dafür auf, diesem Vorschlag, so wie er jetzt ist, nicht zuzustimmen. Denn nur wenn der Bundestag diese Regelung verabschiedet, kann sie nächstes Jahr auch in Kraft treten. Drittens müssen wir es schaffen, dass wieder alle die Leute, die letztes Jahr protestiert haben, wissen, dass dieser Gesetzgebungsprozess jetzt ansteht und wir jetzt aktiv werden müssen. Also teilt dieses Video und unterstützt meine Arbeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, zum Beispiel indem ihr Fördermitglied werdet. Auch das könnt ihr alles nochmal unten in der Videobeschreibung nachlesen. Bis dahin danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald.